Lass uns starten. In letzter Zeit spiele ich nicht allzu oft Dead by Daylight. Also kann ich mir ruhig noch mal eine kleine Runde gönnen, ne? Killer kriegt sogar mehr Punkte momentan. War zumindest ebenso. Beschwere ich mich mal nicht. Ich mache so hauptsächlich meine täglichen, vielleicht ein, zwei Spaßrunden oder so. So lange, bis ich die Lust verliere. Wir gucken einfach mal. Bin wahrscheinlich auch eingerostet und mal gucken, ob ich überhaupt was verreißen kann. Da kommen schon die Leute mit. Mit halbwegs Prestige, ne? Hä? Dann spiele ich auch noch mit Trickster. Hex Loopser. Mhm. Nonstop YouTube. Mhm. Mal gucken, wie viele Stunden die so haben. Steht was? Nee. 2400 Stunden. Ja. Aber es ist, glaube ich, keine Vierergruppe. Auch immerhin 1200 Stunden. Das wird nicht gerade leicht werden. No Escapes? Sieht aus wie ein recht neues Profil, das von dem Dwight. Was alles bedeuten kann. Schickt mich nach Ormond. Alles klar, Jungs. Ich meine, ich mag Ormond, aber da wird wahrscheinlich nicht viel bei rumkommen. Aber das macht nichts. Hab gar nicht viel zu erzählen, ne? Im Moment. Es ist ein ganz gemütlicher Samstagnachmittag. Es ist schon 4:30 gleich. Schon so spät. Tag hat gefühlt erst angefangen. Hab ein bisschen StarCraft gegen die KI gespielt, mir ein bisschen den Hintern versohlen lassen, weil ich auch mal ein, zwei Sachen ausprobieren wollte. Ja, das war so mein Tag bisher. Ah, ein schöner Startplatz. So, mal gucken, wo sie spawnen. Irgendwo da hinten. Da ist einer. Da sind sie. Du hast ein Sprintburst ready oder so. Oh, wir nehmen dich mal. Mann, wieso treffe ich denn nicht? Einer. So. Muss mal einmal verlassen. Zumindest habe ich die tägliche bisschen gemacht. Der ist schon durch. Sieht, wo ich bin. Nein! Wieso ist hier eigentlich auf voller Anzeige? Das hat keinen Sinn gemacht gerade. Oh, die Killer-Shack mit dem Trickstar, kannst du vergessen. Das Ding ist, jetzt schmeißt du die Palette. Oder ich treffe einfach nicht. Das ist der einzige Anzug, den ich habe, das da wird eine Katastrophe.
muss entlang. Warte. Ach, hier ist auch noch ein Durchgang. Zumindest hat er das verkackt. Oh, ich kann gefühlt nichts machen. Nein! Na gut, was soll ich machen? Der ist schon wieder geheilt. Ja, nein. Killerhütte kannst du vergessen. Wir gucken mal, ob die ganz weit weg sind. Das kann ich eh vergessen. Das wird gar nichts. Da hinten! Kann ja wohl nicht wahr sein. Auch wieder alle geheilt. Ich habe nichts. Gut, hier hinten muss ich eh keinen jagen. Mich habe ich ja Glück bei Dwighty Boy. Oder es geht einfach alles vorbei. Du nicht rein, oder? Sehe ich auch keinen. So, wo ist denn der letzte Generator? Wann geht denn der an? Wäre ganz schön, wenn wir diese Runde beenden könnten. Jetzt keinen? Hm. Wollt ihr den dann machen und dann ist gut? Da einen haben wir. So, jetzt habt ihr 2 Minuten Zeit, sie zu retten. Ich denke mal, das werdet ihr hinkriegen, oder? Ist der Ausgang? Dürfen sie auch ohne Schwierigkeiten schaffen. Hi. Ach, was ein Quark! Ihn? Okay, wir gucken, ob wir ihn kriegen. Mit deiner scheiß Flashlight.
Wenn, dann muss ich ihn in die Richtung treiben. Schmeißt du schon? Nein? Hi. Wieso ist er eigentlich geheilt? Hä? Habe ich nicht ganz verstanden. Ne? Weiß gar nicht, wo die sind. Jetzt hab's am Fahren. Weißt du direkt? Ah, da seid ihr. So. Ich hab lange gebraucht. So. Die kann man auch noch treten. Gibt alles Punkte noch. So, den habt ihr auf, nehme ich an. Der nicht auf? Sowas aber auch. Hat er den extra auf 99 gebracht? Kann ich gar nicht. Na, endlich. Oh, ja, 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 ja. Ich wusste nicht, wie ich das spielen soll. Plus Trickster, plus Ormond, plus Leute, die wissen, was sie tun. So. Aber gibt doppelte Punkte. Insofern ist das alles ganz schnuffig. Genau. Gib mir mal welche, die weniger Prestige und Level haben. Na? Komm schon, Vittorio. Was haben wir denn da? Macmillan. Ah, ja, ja, ja. Was haben wir denn da? Okay, okay. Ich mach hier mal auf.
ist dieser blöde Jen da hinten? Ist immer faszinierend, wie viel. Treten einmal. Das ist ganz gut. So, was haben wir da? Nichts. Hi! Ich wusste, dass zwei Leute da in der Nähe waren, also häng dich wieder auf. Okay. Er wird wahrscheinlich retten gehen. Nein, wird er nicht. Okay. Wir gucken doch gerade. Cool. Sehr gut. Jetzt weiß ich auch, wo alle sind. Ne, die sind alle da oben in der Kante. Die habe ich gerade gehört, die Elder, kann das sein? Verdammt. Okay, das sieht mal besser aus als die erste Runde, würde ich sagen, ne? Das wird eng. Okay. Haben wir noch 26. Ich muss direkt weiter. Right. So, die sind wir los. Wir gucken uns mal das hier mal machen. Haben wir was zu sehen? Nö, leider nicht. Er muss eigentlich hier in der Kante sein, oder? Wenn nicht, gehen wir Jens checken. Schade, ich habe meinen Druck gerade hergegeben. Aber zumindest bin ich die Palette losgeworden, die ist stark. Das ist wieder nicht ganz das Gegenteil der Truppe vorne dran, aber halt schon ein Unterschied wieder. Wenn der explodieren würde, wenn ich ihn aufhänge, weil dann hätten sie keinen Gen-Progress. So. Warte. Er ist zumindest schon mal dead on hook. Das ist super. M1? M1. Sie ist auch dead on hook. Toll. Halbwegs das Gegenteil der vorherigen Runde, würde ich sagen. So, wir müssen wieder zurück. Irgendwo da hinten. Sag nur, da habe ich was gesehen. Hallo, Ada. Danke für den Free Hit. Da das Fenster? Ah!
Nehmen wir. Ich weiß mittlerweile, dass ich da hinten problemlos hinkomme. Oh, das ist ein anderer. Kein Power Struggle? Gut. So, wie schaut's denn hier schranktechnisch aus? Da. Ist toll, dass ich immer meinen Skirtschuh krieg. Da ist auch wieder jemand. Fang! Wenn du mir reinrennst, dann töte ich dich. Mir meine ich, töte dich so oder so. Gut, wir haben einen Tod. Und noch 4 Gens zu machen. Das ist Ausgleich für die letzte Runde, würde ich sagen, oder? Kaputt. Warte. Haben wir was? Darkness revealed. Tolles Perk. Nehmen wir auch. Du bist auch tot. Und wieder mal ist mein Main Event komplett für den Hintern. Das ist mal weit weg, würde ich sagen, ne? Dieser Leon? Wer ist das? Darkness Revealed ist ein cooles Perk. Also zumindest mal in der Runde ist es super geil. Mal gucken, ob die Elder dich rausholt. Verdient hättest du es nicht. Auf jeden Fall ist das Match wahrscheinlich bald vorbei. Keine Ahnung, ob der was macht. Der ist aus. Im Schrank wird sie sich nicht verstecken. Ich denke mal, dass ich Iron Maiden habe. Dürfte klar sein. Na, ich glaube, sie lässt ihn hängen. Nice. That's a very nice Ada. So, Augen offen halten. Wir gucken. Yes, beide da. Das Ding ist, wenn ich weiß, wo du bist, nutze ich das schamlos aus. Okay. Ach. Gott, ich weiß, wo die Ada ist, also killen wir sie auch. Er ist offen. So ähnlich sehen meine 360er auch immer aus, glaube ich. So, was haben wir denn da? Da hinten. Mal gucken, ob wir den Leon auch nochmal einen Haken kriegen. Kein Power Struggle. Nein, hattest du vorhin gleich nicht.
So, ich glaube, das war an der Kante. Mal gucken, ob er noch da hinten rumguckt. Was, andere Ecke? Was da hinten? Oh, kann auch die gewesen sein. So, wir töten dich auch. Kaputt. Kaffee. Sag ja Ausgleich für die letzte Runde. Deswegen habe ich mir auch den 4K komplett gegönnt. Gut, nehmen wir. Yay, wir haben es geschafft. Ziel der Besessen hat dreimal angehakt. Dreimal, jawohl, sehr schön. Ob es die Fang? Oder wer war der? Ziel der Besessenheit. Doppelpip. Gott, habe ich wenig gespielt diesen Monat, krass. Oh, okay. Kein der Tat. Daran merkt man, dass es nicht so die High-End-Lobby ist. Ups, keiner der Tat dabei hat. Viermal Doc. Doc kann ich spielen. Gut, let's go. Spiel macht mich. Joa, es macht Spaß. Aber macht mich nicht so richtig an heute. Mal gucken, wie viele Runden ich spiele. Nicht so viel wahrscheinlich. So, der Knight braucht auf jeden Fall Punkte. Wen muss ich jetzt spielen? Doc. So. Diese Pursuer, Dings. Eigentlich ganz okay. Was kann man denn nehmen? Nee. Den Strahl will ich nicht. Wobei. Ich meine, 24 Meter ist schon eine Hausnummer, aber es interessiert mich nicht so. Wir nehmen mal Reichweite. Ring. Zu einem Ring mit einer Reichweite von 8 Metern, einem Radius von 4 Metern und einer Stärke von 1 Meter. Was soll Stärke bedeuten? Soll ich einfach mal auf Reichweite gehen, gucken, was passiert? Ich glaube, das da gefällt mir besser. So, let's go. Ah, gibt schon keine Bonuspunkte mehr. Es wird schon wieder draußen dunkel. Ich hasse Winter. Naja, was Helligkeit angeht. Und Außentemperaturen. Ich bin eher so ein Sommertyp. Spätfrühling, Frühsommer. Hochsommer ist auch okay für mich. Ab Frühherbst fängt es wieder langsam an, so bläh für mich zu werden. Doc klappt im Allgemeinen besser als. Was für ein süßes Bild. Als. Wie heißt er denn? Trickster? Kommt immer drauf an. So, hatten wir schon. Ja, schauen wir mal, wie es gleich so aussieht. Bup, 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 bup.
Und danke für die großen Karten. Das blöde Main. Okay. So. Huch! Hast du gerade gesandbaggt? Also, nein, was war das denn? Das war Quark. Ich hab vergessen. Wo sie hin ist. Bist du noch da? Nein, bist du nicht mehr. Das hab ich gerade voll vergackt. Vergackt. Hi. So bescheuert. Da spielt's ja noch nicht mal toll. Alles klar. Du springst, oder? Bist du nicht? Interesting. Voll versaut. Das ist kein Fenster. Willst du mich zur Hütte ziehen? Wie geht das? Da hinten darf ich keinen chasen. Well. Geht doch. Drei Generatoren, drei Haken ist leider nicht so gut. Aber... zumindest konnte sie nicht wollten, das war das, was ich erreichen wollte. Ja, trotzdem sehr schlecht für mich. Der da oben, der ist gut, der ist eh schwer zu verteidigen. Wir schmeißen
mal, der wird aus dem Spiel. Versaut, ich hätte einen Treffer schon reinkriegen müssen. Er springt? Meint oder nicht? Mann! Junge! Und ich habe ihn verloren. Das klappt zumindest bei den meisten. Ich muss ihn rausschmeißen, aber ob ich ihn jetzt überhaupt kriege, bevor die Generatoren durch sind. Wahrscheinlich nicht. Das klappt nicht. Egal, wir kommen mitten auf ihn, bringen ihn um und dann habe ich einen Kill. Das ist schon die nächste Palette. Ja, ist okay. Kriege ich ihn wenigstens noch? Und ich habe falsch geguckt. Ne, da ist er. Ne, ist er nicht. Hm. Ja, ist okay. Kriegst du noch diese scheiß Palette ins Gesicht? Das ist unglaublich. Ja, ist okay. Ist erledigt. Ist da ein Ausgang? Ja, ist ein Ausgang. Hm. Na gut. Na komm, dann raus mit euch. So. Gott, jetzt muss nur noch David raus. Dann hat sich die Sache. Ah, die Karte ist auch irgendwie nicht so meins. Immer noch als Killer finde ich die super schwer zu bespielen. Dann noch mit einem N1-Killer, sie ist groß. Aber ich habe ganz gut mit der Dingsfähigkeit getroffen, aber irgendwie war es nicht so. Naja, egal. Heute ist es schwierig für mich. Bisher. Bin eingerostet. Warte. Wir müssen jetzt erstmal den Knight noch ein bisschen leveln. Wir queuen einfach mal mit ihm. Wie soll ich denn das schaffen? Nacker? Na gut, geht. Von den Stunden her zumindest. Hey, da spielt jemand Elden Ring. Immerhin. So, hier. Yeah.
schickt er mich nach Larry. Jetzt hätte ich einen Doc gebrauchen können. So, was habe ich eigentlich für ein Tagbild dabei? Naja, Antipaletten ist auf Larrys zumindest mal brauchbar. Die sind hier so an der Kante oder hier oder hier. Okay. Ich will eine halbe Stunde rennen, bis ich was finde. Da haben wir was. Was? Noch nicht mal? Immerhin. Na, immerhin. Kein Keller, glaube ich. Ich muss ja Paletten treten für Spirit Free und so ein Gedöns. Wir lassen mal einen hier. Wo ist das denn? Da hinten. Zwei Generatoren, einen Haken mal wieder. Ja. Rennt er zum... Nein, tut er nicht. Sehr schade. Hä? Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden. Ich habe eigentlich zugehauen. Er muss gerade auch in dem Moment reagiert haben. Also schon verständlich, was da passiert ist, aber... Meh. Gucken. Keine Ahnung, wo sie uns dran sind jetzt. Nicht hier. Gut. Willst du mich stunnen? Jetzt will ich nicht mehr gestunt werden. Krieg ich keine Value vom Einpack raus. Danke. That was nice. Das ist ein hübsches Kleid. Was mir nicht gefällt, ist die oh, meine Güte. Farbe im Gesicht. Da hinten hin. Ah, wir haben sogar tatsächlich einen Keller. Möchtest du mich stunnen? Ach. Du sollst mich stunnen, Mädchen.
Mein Gott. Wie weit? KI. Leider nichts zur Gen Control dabei. Vier Generatoren, drei Generatoren. Den sollten wir einmal treten. Warum habe ich dich gerade gesehen? Bist du Object oder sowas? Glaube ich nichts dabei, wo ich Augen sehen kann. Danke. Trotzdem vier Generatoren. Wenn du nichts mit Generator, nichts für die Generatorkontrolle dabei hast, dann. Auch schon wieder geheilt. Was? Echt jetzt? Puh. Disgusting. Ah. Okay. So nicht, Junge. Danke. Oh, wir haben noch einen Keller hier. Kriege ich ihn da runter? Ja, krieg ich. Du bist tot. Pressure. Reicht leider nicht. Reicht doch? Oh, reicht nicht. Ist ja doof. Quack. Er muss eigentlich am anderen Ausgang sein. Ah, hat sich geheilt. Dann. Ach so. Na gut. Oh, was sind das heute für Runden? Die waren nicht so gut, aber ohne Generatorkontrolle kriege ich einfach nichts hin. Dann sind die viel zu schnell draußen. Doof, doof. Ich spiele jetzt auch momentan noch nicht so die starken Killer, muss ich sagen, aber 3-4 meine Escapes ist noch ein bisschen frustrierend. Warte, ich spiele ein anderes Bild. Was spielen wir denn dann?
Ausbruch. Wenn, dann kann ich auch komplett auf Generatorkontrolle gehen. Ah! Ich habe auch keinen Generator getreten. Ist klar, dass ich nichts sehe. Ich habe wirklich keinen Generator getreten. Das ist ja mal Schwachsinn. Mein Gott, Ausbruch. Gib mir Ausbruch. Dankeschön. So. So was in der Richtung. Was habe ich hier eigentlich? Was ist denn das? Wir sind damit. Keine Versteckmöglichkeit. Dann muss ich halt nur Generatoren tun. Nein. Warte. Da. Dumm, die dumm, die dumm. Familiensitz. Okay. Eieieiei. Okay, alles da drüben. Rennen wir mal nach da. Ich muss mich mal ein bisschen mit den Stärken meiner Leute befassen. Hätte gerne verhindert, dass der angeht. Ich hab das Perk. Nein! Ach, falsche Richtung! Pur.
Meine Fresse. Heute bin ich echt nicht gut drauf, was das Spiel angeht. Ein Generator, ein Haken, vielleicht sogar schon ein zweiter, wenn ich Pech habe. Keiner gerade an einem Generator gesessen. Ich muss mir angewöhnen, meine Minions dazu benutzen, dass die Sachen zerstören und so. Hallo? Was? Ich bin die ganze Zeit nur am Shiften, die Survivor auch. Wo ist sie denn hin? Sag mal! Boah! Wir haben mal einen. Irgendwo hinten war noch die Claudette. Aber ich habe drei Generatoren wieder und mit dem komme ich auch nicht gut zurecht. Warte, alles da hinten. Vielleicht mach's wieder klong klong. Ich kenn das doch. Was ist denn das? Im Schrank. Da war ein Schrank. Warten Sie. Ach, Mann. Ja, war klar. Jetzt habe ich noch so einen kleinen Dreiter, den ich verteidigen kann.
Ich weiß nicht, wo die immer hingehen. Leider. So, zwei Generatoren explodiert. Verdammt. Hab dich. Komme ich da noch zum Scourge hin? Kann sein, dass das von der Zeit ja schon nicht mehr reicht. Wir werden sehen. Die zwei. Ist nicht der stärkste Dreijin aller Zeiten, aber mit ein bisschen Glück kann ich den sogar. Halbwegs. So, da setzen wir jetzt auch nochmal. Okay, der ist nicht. Okay. Gut, nochmal ein Eruption, einen raus. Da ist der Scourge, ist der Näherer. Der ist zumindest näher am Geschehen drin. So, jetzt haben wir zumindest mal noch wieder einen Kill so nebenbei. Gut. Ist sie auch DOH? Okay.
dort, wir verteidigen den Dreiteil. Okay. Das heißt, keiner kann momentan Generatoren reparieren gehen. Cool. So, wenn Rusak Unbreakable hat, dann habe ich es nämlich. Wir werden es gleich feststellen. So. Es sollten heute auch eher die Alles- oder Nichts-Runden können sein. So, oh, die haben noch gar nicht gehangen. Gucken, ob sie Covid. Gut, kein Kobi. So, er war irgendwo da hinten. Hallo. Du stirbst auch. Keine Sorge. Okay, we won. Eieieiei. Gerade noch gerissen bekommen. Aber hauptsächlich deswegen, weil sie sich gedreigent haben. Ausnahmsweise mal einen nochmal Pips bekommen. Okay. Wie spät haben wir dann? 5:30. Nur kein Wort über Bruno, no, no. Nur kein Wort über Bruno. So, wir haben die Aufgabe. Noch nicht ganz. Oh Gott. Und wir sind mehr weiter bei solchen Kindern. So, was nehme ich damit? Damit kann ich was anfangen. Habe ich eigentlich Gen Control drin? Ja, mal mein Skirt schon. Na, wir haben es gleich. Bum, ba-bum, ba-bum.
So. Larrys. Großartig. Ich glaube, Larrys ist mit ihm aber machbar. Wir werden sehen. Wer ist meine Obsession? Kayla. Ist bestimmt da hinten und sind zu viert und Jen ist durch. Call it. Nein? Okay. Wow. Okay. Hi. Noch einer dran? Awesome. Warte, wir treten einmal. Und jetzt gucken wir mal. Okay, nehme ich gerne. So, da haben wir was. Danke für die... In der Tat. Danke. Guter Rettungsversuch. Und danke für den geschenkten Hook. Das war super. Oh. Ah, oh, fuck. Fuck it. Was war denn das mit den Ausgängen hier? Hey, Alter. Danke. Nehmen wir. Vergiss es. Nehmen wir. 8 Stacks sind auch gut. Da ist die Fang. Die wollen wir auch gerne aufhängen. Danke! Das ist sehr cool. Voll versaut. Süß. Aber die Ausgänge sind manchmal so schlecht. Wir wollen kein Risiko eingehen. Wenn wir Scotch Shock Value kriegen, dann sollten wir das ruhig ausnutzen.
Nehme ich gerne. Vor allem nochmal Skirtschub. Ist das die Michaela oder die... Ist die Claudette? So, du bist aus dem Spiel. Es ist nett, wie du es versuchst, aber so klappt es halt nicht. Warst du nicht in der Tat? Ist das kein der Tat? Ist das eigentlich kein der Tat? Wird wahrscheinlich eng. Ah, geht aber. Okay. Nein. Fangen wir an der Ecke mal an zu suchen. Jetzt kann ich die Michaela auch jagen. Guck mal, da waren Scratchies. Ist da ein Schrank in der Nähe? Nein. Okay. Beide wach? Manchmal. Okay. Danke. Beide? Locken. Save the best. Nice bug. Gut. 3K plus Hatch, vielleicht 4K. Wir werden sehen. Wo sie? Ah, gut. Nice one. Oh, meine Obsession habe ich nicht festgehakt. Scheiße. Egal. Amarok, what? Me? Do we know each other? Woof, woof. I mean, Aru? Jetzt frage ich mich, wer ist das? Stashik? Stashik, Fengmin. Bist du Cheesecake? Warte.
I'm curious. Keine Ahnung, was Yavla Hora heißt. Oh, wow. Ist er noch da? Oder sie? Nein, schon weg. Amarok-Bot. Fingman. Aber zwei brand new Parts ist krass. Na gucken. Vielleicht habe ich mal, habe ich die Person ja in. Moment. Ich muss kurz was schreiben. Moment, Moment. Wir werden sehen. Nachricht in Dings vielleicht? Auf jeden Fall cool. Ist immer schön, wenn man mal gegen jemanden spielen kann, den man kennt. So langsam klappen auch mal ein paar Runden, ne? Noch ein Clown. Ich würde mal gerne einen Killer spielen, den ich kann. Einigermaßen kann. Anti-Palettenbild. Was für ein Perk-Bild nehmen wir da? Also Anti-Palettenbild bleibt mal. Was nehme ich denn für Perks mit für Legion? An für sich? 10, 7, was macht das hier? Killerinstinkt um 20 Meter. Gebrochen ist jetzt nicht ganz so interessant. Wachhaltepillen. Was haben wir hier? Ahnungslos. Schlitzerei getan. Okay. Das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Nehmen wir das mit. Gut, jetzt hatten wir drei Viermann-Escapes, drei 4Ks, beziehungsweise einen 3K plus Hedge. Das ist sehr ausgeglichen momentan, das ist okay. Zwei Toolboxies. Drei Toolboxies. Das ist klar. Und ein 45 Prestige-Charakter. Vor denen habe ich nicht ganz so viel Angst, vor den zwei. Hier so mittendrin halt. Ich meine, Prestige-Level sagt jetzt auch nicht unbedingt was aus, aber. Oh, ist ein bisschen kühl. Ich glaube, ich muss die Heizung gleich mal ein bisschen höher drehen hier. Es ist gerade jetzt die Woche echt kalt geworden. Was eigentlich cool ist, ist, jetzt ist es zu spät, aber. Wie heißt es denn? Ich weiß nicht, wie das Ritterperk heißt. Statt, dass die Paletten kaputt gehen, wenn sie drüber wollten. Dass sie gefährdet sind, wenn sie mich stunnen. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Sache. Okay. Zumindest mal kein Offering. Also kein Map-Offering. Bin ein ganz braver Legion, ne?
Wie lange spiele ich jetzt eigentlich? 1,5 Stunden? Oh, okay, dann, je nachdem, wie die Runde jetzt läuft. Ich hoffe, es läuft ganz gut, weil dann kann ich mit einem ganz guten Gefühl Feierabend machen. Und dann hole ich mir was zu Abendessen. Azeroths Ruhestätte. Okay, keine Ahnung. Zumindest haben wir was gegen Paletten dabei. Da, ich habe das schöne neue Messer für, das man für Amazon Prime bekommen hat. Das sind Scratchies. Wieso war das ein Stun? Danke. Wie kann man so bescheuert vorbeischlagen? Was mache ich da für einen Schrott? Yeah, right. Geht doch. Der Keller ist natürlich nicht da. Aber so bescheuert. Zwei super geile Hits versiebt. Okay. Warum immer du gerade hingerannt bist? Ich leg dich gerne gleich nochmal. Ich wollte dich zwar gar nicht tunneln, das hat sich jetzt gerade echt angeboten. Okay, die ist weg. Zorn des Gespenstes ist noch nicht aufgeladen. Danke. Jetzt treten wir. Und dadurch, dass er halt verletzt ist. So, das machen wir weg. Das machen wir weg. Und das machen wir. Haben wir noch was? Nein. Sehr bedauerlich. Gut. Die sind übrigens super laut. So, der ist quasi am Regressen. Fuck my life!
mache ich denn da? Ich weiß doch, wie eine Four-Wall geht, eigentlich. Jetzt habe ich dich aber. So. Hat trotzdem viel zu lange gedauert, leider, der... Die Hand. Der Chase. Okay. Danke. Haben wir zwei Fangmans? Nein. Dann kriegen wir dich aus dem Spiel, würde ich sagen, oder? Okay. Da ist immer aber blöd reingerannt. Das war jetzt noch nicht mal getunnelt. Okay. Das sieht ganz gut aus für mich. Heißt noch nichts. Aber früh jemand aus dem Spiel zu kriegen, ist für mich eine gute Sache. Schade. Machen hier mal auf. So, wo ist denn mein 3-Gen für später? Da. Verdammt. Ich musste zuschlagen. Egal. Sind alle drei verletzt? So, Zorn des Gespenstes ist auch aufgeladen für alle Fälle. Das gibt's doch gar nicht. Meine Fresse. Ist das was wie in der Tat? Wissen wir nicht. Okay. Sieht's aus. Oh, guter Haken. Hatten wir jetzt schon öfters. Zum wievielten Mal hängst du? Uah. Zum ersten Mal, okay. Wir müssen wieder auf die andere Seite. Sieht's aus. Wir können ruhig mal kicken. Brutal Strength geht's zum Glück ein gutes Stückchen schneller. Ja, da sind sie dran. Der ist auch fast durch. Hast du was? So, kannst mich ruhig mit der Palette stunnen. Du sollst mich stunnen mit der Palette. Mann. Obvious. So, wie sieht's hier aus? Der hier ist näher. Lässt sich alles ganz gut verteidigen, sind recht nah beieinander. Sehr schön. Wir gucken, wie weit der ist. Der ist noch am Regressen. Ja, dann habe ich keinen Grund, hier wegzugehen. Der da unten ist mir egal. Ne? Sag ich doch. Wahrscheinlich sind sie beide auch da unten dran. Wir können jetzt eigentlich sicherstellen, dass er in Phase 2 kommt. Vergiss es, da unten werde ich nicht hingehen.
So, wir wollen ein paar schöne Treffer landen. Keller? Keller. Schon wieder dran. Dauert ein bisschen, bis der regressed ist. Ich meine, ich habe ja oben schön 3 Gen. Ab und zu. Er muss jetzt quasi retten gehen, das heißt, er kann nicht im Gen sitzen. Sie ist tot? Ich hab verkackt. Egal, hat geklappt. Okay. Dann gute Runde, ne? Hab ich noch eine schöne, gute Abschussrunde geschafft heute. So, gucken wir mal, ob wir Tap noch finden, der im besten Fall an dem da versuchen kann, dran zu sein. Ich meine, die sind alle super nah beieinander, die Generatoren. So, jetzt kann ich ein bisschen freundlicher spielen für den Rest der Runde, die ist eh vorbei. Wir gucken mal, ob wir Tap finden können. Schade. Na gut. Sorry. Na gut. Sollen wir ihn rauslassen? Die Mac hat sich für ihn geopfert. So, welchen Gen hat er gemacht? Den da unten. Keine Überraschung. Ein Ausgang. Der Ausgangsspawn ist ja mal lächerlich. Sorry. That's disgusting. Aber wenigstens einen rausgelassen. Ich habe es dir nicht gerade einfach gemacht. Aber ich habe schon die Screens. Der Ausgangsspawn ist lächerlich. Also sehr killerfreundlich heißt es in dem Fall. Und er bedankt sich und ist raus. Bye bye. That exit spawn.
Okay, dann habe ich eine zufriedenstellende Abschlussrunde und GG. Ja, ich habe es ihnen nicht leicht gemacht. Die Fengmin hatte ein bisschen Pech. Oh, das war eine 45. Das war sogar die 45 Prestige Feng. Ich finde es ganz cool, wenn sie nicht so für Standard-Builds gehen. Builds? Okay. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Nach den ersten Runden dachte ich, oh mein Gott. Aber es ging ja dann später. Ich habe leider die Trickster-Runde, hätte ich mir einen Kill abholen können. Ich habe die Claudette nicht richtig gesehen. Ich dachte, die wäre auf meiner Seite und hätte abgehakt und hätte ich sie picken können. Habe ich bescheuert gespielt. So, opfere 10 Überlebende. Kriegen wir doch bestimmt irgendwann auch hin. Na, zumindest mal einen Rank up. Ganz gemütlich gespielt diesen Monat, nicht so viel. So, dich müssen wir noch ein bisschen leveln. Ja. Kriegt er noch seine Punkte. Und dann mache ich mir ein leckeres, leckeres Abendessen. Brot mit Zeugs drauf. Wahrscheinlich. Jetzt nimm bloß den da. Doch, ich hasse das. Kannst du nicht einfach noch diesen einen Knoten nehmen? Kostet mich das nicht so viel. Vielleicht natürlich die teuren Sachen wieder gekauft. Yeah. Level 18. Level 19. Muss mal gucken, auf welchem Level ich Vittorio mittlerweile habe. Bei den muss ich auch noch auf Prestige 1 bringen. Warte, das Überlebende. Haben wir ihn schon auf 1? Ich glaube noch nicht, oder? Nee, aber kriegt der die letzten Punkte. Perks sollten trotzdem noch Priorität haben, ne? Object. For the People. Ich habe For the People noch nie benutzt. Ich glaube, es ist sogar gar nicht mehr so verkehrt. Okay, es reicht nicht mehr für Level 50, aber dann sind wir zumindest noch halbwegs nah dran. Dass er mir immer nur die Knoten sperrt, wo ich noch super viel Punkte reinsetzen muss später. Okay. So. Ablenken ist schön. Okay. Warum habe ich mir eigentlich nicht das Perk geschnappt? Oh, aber wir sind kurz vor Prestige 1 bei ihm, insofern ist das doch ganz schnuffig. Na gut, das war's. Ja, dann haben wir's geschafft für heute, ne? 7 Runden gespielt mal zwischendurch, endlich nochmal ein bisschen in Übung geblieben. Und dann sehen wir uns bestimmt irgendwann wieder, ne? Ich wünsche euch bis dahin eine wundervolle Zeit. Ja, ne? Ciao!